Deutschland in Aussicht gestellt, bei Beteiligung an den Sanktionen, ihm in der österreichischen Frage allgemein gesehen entgegenzukommen. Es war dies für den Führer ein sehr schwerer Entschluss, sich endgültig kontra Italien zu stellen und so den Anschluss zu erreichen oder sich Italien durch seine Haltung, pro-italienische Haltung oder korrekte Haltung, zu verpflichten und damit Italien als Anschlussgegner auszuschalten. Ich schlug ihm damals vor, bei der etwas vagen Anerbietung bezüglich Österreichs von englisch-französischer Seite erstmal festzustellen, wer hinter dem Angebot steht und ob wirklich beide Regierungen in diesem Punkt dann mit sich reden lassen und klare Zusicherungen geben, und zwar Zusicherungen in der Richtung, dass dies eine interne deutsche Angelegenheit sei und nicht vage Zusicherungen von allgemeinen Zusammengehen und so weiter. Es bestätigte sich mein Verdacht, dass wir keine ganz klipp und klare Zusicherung bekamen und unter diesen Umständen war es zweckmäßiger, Italien als Hauptanschlussgegner klar und eindeutig dadurch auszuschalten, dass man sich nicht zu Maßnahmen gegen das faschistische Italien verleiten ließ.